Steuern und Recht wird präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwalts Liebling. Hätten Sie es gewusst, jeder Bundesbürger produziert statistisch gesehen pro Jahr fast 500 Kilogramm Hausmüll. Insgesamt sammeln die Müllwagen somit jährlich stolze 37 Millionen Tonnen Abfälle aus privaten Mülltonnen ein. Ebenfalls auf der Suche nach Müll sind bereits in vielen Städten sogenannte Mülldetektive. Ihr Auftrag? Illegal abgeladene Abfälle suchen und die Verursacher ausfindig machen. Wir haben die Detektive in Köln einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitet. 8 Uhr Dienstbeginn für die Mitarbeiter einer Spezialabteilung. Mein Name ist Ralf und ich bin seit 4 Jahren Mülldetektiv. Mein Name ist Dieter und ich bin auch seit 4 Jahren Mülldetektiv. Ihr erster Einsatz führt sie in einen Stadtteil am Rande Kölns. Ein Zeuge hat sich telefonisch in der Zentrale gemeldet und von einer illegalen Müllentsorgung berichtet. Und die Detektive werden neben Glassammelcontainern fündig. Also wir haben jetzt erstmal den Beschwerdeführer erstmal nicht telefonisch erreichen können, sodass wir jetzt erstmal keine Aussage haben, was er jetzt selber gesehen hat. Es soll ja angeblich da vorne von einer Sportbar kommen. Und jetzt schauen wir erstmal, ob wir selber Beweisstücke, Adressen oder sonst irgendwas finden, was auf den Verursacher hinweisen kann. Im Verdacht steht eine Bar, die nur wenige Meter entfernt liegt. Ja, da zieht die ganz stark nach Thekenabfällen aus und sowas alles. Die Detektive suchen die direkte Konfrontation. Guten Morgen, Abfallwirtschaftsbetriebe, Mülldetektive. In der Bar treffen sie nur Angestellte und Gäste. Der Inhaber ist abwesend. Einen konkreten Beweis haben die Detektive nicht in der Hand. Also das, was wir jetzt hier auf dem Karton haben, passt nicht mit dem überein. Aber wir gehen jetzt mal stark davon aus, dass die Sachen aus dem Laden rauskommen. Zettel stimmen überein, Dosen stimmen überein, alles Mögliche. Also passt alles zusammen. Illegale Müllentsorgung oder auch die falsche Trennung des Abfalles sorgt oft für Ärger unter Mietern und Nachbarn. Dann wird der Streit ein Thema für Rechtsanwälte. Denn einer muss am Ende meist für den Schaden bezahlen und keiner will der Dumme sein. Grundsätzlich ist belangbar für die Falschtrennung des Mülls der Mieter. Das heißt, derjenige, der die Mülltrennung falsch herbeigeführt hat, kann dieser nicht belangt werden, da er nicht ausfindig gemacht werden kann. So muss der Vermieter gegenüber der Behörde die Kosten erstatten und bleibt letztlich auf seinen Kosten sitzen. Ralf und Dieter sind in einen anderen Stadtteil von Köln gerufen worden. Beschwert sich jemand, dass hier einer seine Verpackungsmaterialien... Ach ja. Es handelt sich eindeutig um Gewerbemüll auf einem Privatgelände. Der Abfall gehört dem Händler. Er kann ihn weiterverkaufen oder entsorgen. Bei Privatleuten ist dies rechtlich komplizierter. Streng genommen gehört denen ihr Abfall gar nicht. Eine gesetzliche Regelung, die die Weiterveräußerung von Müll verbietet, gibt es nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat allerdings im Jahr 2009 entschieden, dass die Besitzer vom privaten Hausmüll verpflichtet sind, diesen an die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen und sie eben nicht berechtigt sind, diesen an Dritte weiterzuveräußern. Der Möbelhändler wurde von den Detektiven nur ermahnt. Schließlich war es sein Müll auf seinem Grundstück. Der Besitzer dieser Bar aber soll seinen Müll illegal in der Öffentlichkeit entsorgt haben. Und beim zweiten Besuch treffen die Detektive ihn an. Ich war das nicht. Aber das kommt aber eindeutig aus Ihrem Laden. Ja. Das können wir nachweisen. Die ganzen Red Bull-Dosen, die Zettel, die Sie haben. Das ist mir schon klar, aber wie gesagt, ich war... Haben Sie rein? Der Barbesitzer gibt zu, dass es sein Müll ist, streitet aber jede Schuld ab. Beweise? Keine. Wenn man manchmal nichts in der Hand hat oder nichts Eindeutiges in der Hand hat, ist das schon frustrierend, wenn man ganz genau weiß, der wartet ja sowieso. Ja, aber man kann es ihm nicht nachweisen. Auf zum nächsten Tatort. Steuern und Recht wurde präsentiert von anwaltauskunft.de. Vertrauen ist gut, Anwalt ist besser. Und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwalts Liebling.